Ach Mensch, unsere Lieblingsserie. Die beste Soap der Welt. Mit den überzeugendsten Darstellern und den witzigsten Geschichten. Da ist echt immer was los. Nimm nur mal den Roland Koch. Mächtigster Stimmfieberron in Hessen und ständig auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Na, was bist du denn für einer? Ein jugendlicher Gewalttäter. Oh, und was willst du werden, wenn du mal groß bist? Ein erwachsener Gewalttäter. Alles voller jugendlicher Gewalttäter. Ja, da muss man doch was machen. Wahlkampf zum Beispiel. Es ist wichtig, dass auch das, was die schweigende Mehrheit in Deutschland denkt, gesagt wird. Und deswegen sagt der Koch, dass die schweigende Mehrheit denkt. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kasper, Melchior und Balthasar. Genau, die schweigende Mehrheit soll denken, Kasper geht noch. Aber wer Melchior heißt, sollte einen Warnschussarrest kriegen. Und Balthasar, der gehört sowieso abgeschoben. Und wer Ypsilanti heißt, allerdings, wer heißt schon Ypsilanti? Ich heiße Andrea Ypsilanti. Ich bin in Rüsselsheim als Sohn eines Opel-Arbeiters geboren. Als Sohn? Na? Und beinahe wäre dieser Sohn eines Opel-Arbeiters Chef in Hessen geworden. Wäre da nicht der Dingens gewesen, der... Walter liebte sein Leben, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Genau, der Walter schreibt erst mit am Koalitionsvertrag und dann entdeckt er plötzlich den... Respekt vor der anderen Meinung des anderen, in keiner anderen Partei. Mein Gott, Walter. Politik in Hessen. Wenn's leicht wäre, könnte es ja jeder. Nee, Hessen kann nicht jeder. Aber diese Nachwuchshoffnung. In three simple words. Thorsten Schäfer Gümbel. Der hat mittlerweile in Hessen sogar eine Sprechrolle. Ich sage Ihnen, wir machen hier keinen Wettbewerb nach dem Motto, wer ist Germany's Next Top Model. Im Übrigen, den Wettbewerb würde ich mit Herrn Koch bestehen. Oh. Den würde ich bestehen. Oh. Körperwitze. Gut, nicht so schlimm wie Namenswitze. Lieber Roland Kotz Koch. Bitte wer? Lieber Roland Kotz Koch. Zum Glück ist das nur Fernsehen. Stellen Sie sich mal vor, das wäre echt.